Junge, die, was blendet das Licht heute gegen? Was ist da denn los? Das muss ja mal anders. Oder ich habe... Dreck auf der Linse? Ich weiß es nicht. Irgendwie ist es kurios. So, moin und willkommen zurück zu einem neuen Video hier aus der Feldschmiede Neu-Ekelse. Ich habe die Tür noch nicht offen gehabt, es ist noch recht frisch hier drin. Da ich jetzt die letzten Tage, drei Tage damit verschwendet habe, den Rasenmähertrecker von meinem Vater wieder in Gang zu bringen, und er will immer noch nicht, weil dieses Scheißteil hat eine Platine drin, und sobald ein Rasenmähertrecker eine Platine drin hat, zwei linke Hände. Naja gut, neue Platine bestellt, weil anscheinend, so wie es aussieht, ist die Platine im Moos. Aber da geht es heute gar nicht drum. Heute geht es darum, ich möchte wieder ein bisschen was mit Metall machen. Ich habe jetzt keine Lust, am Rasenmähertrecker rumzuschrauben. Ich muss sowieso noch auf Teile warten. Also machen wir heute ein Messer, was ein bisschen größer ist. Und das Messer machen wir aus einem Messer. Nur das Messer hat vorher etwas ganz anderes gemacht. Ich zeige euch das Messer erstmal. Und das ist groß. So, das habe ich nämlich dort an der Wand stehen. Und das hier ist für die Leute, das ist spannend, das ist vor allen Dingen für die Leute, die sagen, oh, Schwarz-Weiß-Verbindung, das hält ja nicht, ne? Hier, das wurde mal geschweißt, ne? Mit Elektrode, mit einer Edelstahlelektrode. Dieses Messer ist aus einem Siloblockschneider. Und viele von euch werden nicht wissen, was ein Siloblockschneider ist und was der macht. Und das blende ich euch jetzt mal ein. Und davon quasi, das ist von unserem alten Siloblockschneider, ist das ein Messer. Das müsste das hintere Messer gewesen sein. Ja, natürlich, weil die seitlichen Messer, die sind nur ungefähr 60, 70 cm lang gewesen. Also dies hier ist länger, das wird das hintere gewesen sein. Das hat quasi damals das Futter für unsere Kühe gegeben. So. Und daraus möchte ich jetzt ein übertrieben großes Brotmesser machen. Das Schöne ist, hier ist schon so ein schöner Wellenschliff drin. Bin echt gespannt, ob ich das später wieder scharf kriege. Aber ich bin da ganz guter Dinge. Normalerweise ist das jetzt eigentlich auch für den Zweck, ist es eigentlich auch schon fast ein bisschen zu dünn. Aber mal gucken, das müsste gehen. Das müsste ein kohlenstoffhaltiger Stahl sein, und ich muss jetzt natürlich gucken, ich will ja, weil ich ja Rechtshänder bin, also das sollte ein Rechtshändermesser werden, also werde ich das dann so rausholen müssen. Ja, und das könnte funktionieren. Das heißt, ich kann mir jetzt ein Stück Kreide nehmen, wenn ich wüsste, wo ich sie hingelegt habe. Da. Kann dann sagen, alles klar, das Messer wird hier auslaufen. Und diese Brotmesser, die haben ja meistens noch so einen leichten Buckel drin. Warum auch immer, keine Ahnung. Das ist die Brotmesser, die man so in der Besteckschublade liegen hat, die haben immer so einen kleinen Buckel drin. Ja. Aber warum auch nicht? So. Das wird echt übertrieben groß, aber das wird lustig. So, und dann gucken, der Griff wird dann hier so sein. Machen wir das so? Kann man machen, ne? Das wird groß. Das schneide ich jetzt erstmal aus.
Dazu nehme ich mir die Plasmaschneidanlage zur Hilfe. Einschalten. Hoppala. Sieht schon ein bisschen wie ein Brotmesser aus, ne? Ja, cool. So schnell kann's gehen. Ja, das ist schon übertrieben groß. Hat aber was. Nicht schlecht. Ja, was jetzt? Was einfallen lassen für einen Griff? Und dann muss das ganze Teil noch scharf werden. Ob man es glauben mag oder nicht, aber ich habe den Körner jetzt nochmal nachgeschliffen, Fokus und ja, will da Löcher reinbohren und der Körner, der prallt da so dran ab, ne? Also ihr könnt das sehen, so wo ist mein Finger, da ist eine Einschlagstelle, da ist eine Einschlagstelle, da ist nicht viel passiert. Ich habe das Ganze jetzt mit dem Brenner, mit dem Mappgas einmal weich geglüht. Ich hoffe, dass es gereicht hat. Und in dem Zuge, ich habe mir hier aus Teakholz, ne, das war mal ein Fensterrahmen, ja, ein bisschen Reste verwerten, da habe ich mir jetzt schon die Griffschalen drauf gemacht. Dann habe ich, damit es anzeichnen relativ leicht vonstatten geht, habe ich das quasi erstmal so ein bisschen aufgebrannt und dann kann ich hier quasi schön mit der Bandsäge schön drumherum sägen und habe das grobe Schnittmuster dann schon mal vorliegen. Das passe ich jetzt an. Und jetzt muss ich erstmal losgehen, ich habe keinen Zwei-Komponenten-Kleber mehr, den muss ich erstmal besorgen. Weichglühen hat übrigens funktioniert, hat jetzt 6 mm Löcher drin.
Hefte sind soweit angefertigt, die können gleich verleimt werden. Aber vorher will ich noch was anderes ausprobieren. Ich habe noch so schönes Zeug von Schleiftitan. Gucken, ob wir noch ein bisschen mehr Glanz in das Ganze reinkriegen können. Ich nehme jetzt hier diese Polierscheibe, das ist die Vorpolitur. Ich werde nicht auf Hochglanz, das bringt sowieso nichts. Zumindest die Vorpolitur. Und hier ist zwar schon so ein Poliercompound mit drin, aber ich nehme das Blaue noch zusätzlich. Das funktioniert bei Stahl richtig, richtig gut. Festbinden. Was ich ganz gerne mache, ist, dass ich das vorher schon auftrage. Das hat sich nämlich auch ganz gut bewährt. Nicht zu viel Drehzahl. Stufe 3 sollte reichen. Mal gucken. Kinder spielen gerade Topfschlagen. So eine Mischung aus Topfschlagen und blinde Kuh, könnte man schon fast sagen. Und Schmerzen.
So, 5 Minuten Epoxy. Lassen wir es mal 5 Minuten anziehen und dann kann ich es gleich weiter bearbeiten. Gut, das wird gut. Wir können die Zunge runter. Wahnsinn. Ich habe jetzt leider kein großes Leibbrot da, um euch das Messer zu demonstrieren, wie gut das theoretisch funktionieren könnte. Immer dran denken, leinölgetränkte Lappen, auch wenn es Leinölfirnis ist, was auch immer, gleich verbrennen oder mit Wasser tränken. Das passiert gleich auch noch im Anschluss. So, das Messer ist fertig. Überdimensional groß. Wahnsinn. Und es liegt echt gut in der Hand. Also das ist schon cool. Und es ist furchtbar hart und es ist auch schon recht scharf. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt ein Blatt Papier damit schneiden könnte, aber man sollte doch schon ein bisschen anfassen. Also ohne Handschuhe an die Klinge packen. Ja, das ist letztendlich, kann man eher sagen, mehr ein Deko-Gegenstand. Aber ich muss sagen, das ist richtig, richtig gut geworden. Ne? Ich habe es jetzt natürlich jetzt mit Alustiften vernietet, alles verklebt. Und ich muss sagen, das Teakholz, dieses alte Stück Fensterrahmen, das macht sich als Heft wirklich sehr, sehr gut. Ein sehr schöner Griff, fühlt sich echt gut an. Super Sache. Ja, so viel zum heutigen Video. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Lasst mir einen Daumen da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wer den Kanal noch nicht
kommentiert hat. Kommentieren natürlich auch, freue ich mich auch sehr drüber. Und wer noch nicht abonniert hat, ist herzlich dazu eingeladen. Ja, alles in allem, ein altes Silo-Schneidermesser zum überdimensionalen Brotmesser. Braucht keinen Schwanz, macht aber eine Menge Spaß. Und ich hatte eine Menge Spaß dabei, das Messer für euch zu machen, um euch das zu zeigen. Vielen Dank fürs Einschalten und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Onkel Jan. Tschüssikowski.